Lohnt sich das Erweiterungsset für den Osmo Pocket? Kostet 109 Euro und drin wäre eine Speicherkarte, das Funkmodul, eine Stativhalterung und das Bedienrädchen. Bei einem Einzelkauf würdest du ca. 151 Euro für alles zusammen bezahlen. Sieht also in einem Schnäppchen aus, oder? Aber braucht man das wirklich alles? Die Speicherkarte lassen wir einfach mal links liegen und kommen dann direkt zum Bedienrädchen. Das kann man hier so reinstecken. Und kann damit den Osmo Pocket dann steuern. Hier mit dem Rädchen kannst du eben hier hoch, runter oder links, rechts, je nachdem, wie das hier unten eingestellt ist, kann man hier verschieden, jetzt kann man links, rechts schwenken, jetzt kann man hoch, runter schwenken, langsam oder schnell, das ist eigentlich ganz okay. Dann kann man hier zwischen den Verfolgungsmodi wechseln und hier kann ich auf den Selfie-Modus stellen oder eben wieder zurück. Und wenn ich hier im im FPV-Modus bin, dann kann ich, wenn ich diesen Knopf drücke, kann ich dann das Folgen einloggen. So, jetzt dreht er sich mit und jetzt ist er eingeloggt und bleibt an dieser Stelle stehen. Mehr geht damit nicht. Wenn du das brauchst, wunderbar. Ich habe es aber ausprobiert und ganz ehrlich, ich brauche es nicht. Vor allem der größte Knackpunkt, das Bedienrädchen macht den Osmo Pocket natürlich deutlich größer, sodass er auch nicht mehr in die Hülle passt. Ist ja irgendwie logisch, aber natürlich doof. Also, wie gesagt, ich brauche das Ding nicht und ich finde es auch viel zu teuer dafür, was es kann. Von daher sind 59 Euro im Einzelkauf. Wenn du das Bedienrädchen nicht brauchst, dann kannst du eigentlich auch schon auf das Erweiterungsset verzichten. Aber machen wir weiter und gucken uns die Stativhalterung an. Die kann man hier aufmachen. So, und dann den Osmo Pocket hier reinlegen. So, sieht es aus. Hält bombenfest, man hat hinten so einen GoPro-Anschluss. Das Ding ist gut, aber du hast gesehen, man muss diesen Adapter rausnehmen. Und natürlich macht das Teil auch wieder groß, sodass es nicht mehr in die Hülle passt. Außerdem gibt es jede Menge Nachbauten an Stativhalterungen, die deutlich günstiger zu haben sind und auch ein bisschen besser konstruiert sind. Also für Action-Sport, wo das Ding wirklich bombenfest halten muss, würde ich sagen, ja. Ansonsten kann man darauf auch verzichten. Ich selber nutze ja so eine Mikrofonklemme. Da kann ich ihn einfach so ranklemmen. So, und das hält auch bombenfest. Mehr brauche ich nicht. Kann man mitnehmen, die Stativhalterung, aber muss eigentlich nicht sein. Beim Nachbau bist du mit 10 Euro, kommst du schon ziemlich weit. Sagen wir 15 Euro, dann hast du eigentlich alles, was du willst. Und das Ding eben Einzelkauf 25 Euro, muss nicht sein. Bleibt noch das Funkmodul. Auch das steckt man unten so rein. Macht natürlich auch den Osmo Pocket größer, sodass er nicht mehr in die Hülle passt. Das Problem kennen wir schon. Aber wenn du eben dieses Funkmodul brauchst, dann hast du keine andere Wahl. Dann musst du das kaufen. Einzelkauf 59 Euro oder eben im Set drin. Ich habe in meinem letzten Video im Mondbachtal schon gezeigt, was man damit machen kann. Ich finde das Funkmodul super und kann es jedem nur empfehlen, damit ein bisschen rumzuspielen. Alles andere aus dem Erweiterungsset braucht man oder braucht man auch nicht unbedingt. Unterm Strich heißt das für mich, Bedienrädchen könnte man streichen, Stativhalterung kann man durch eine Alternative ersetzen, Speicherkarte lassen wir mal drin und das einzige Brauchbare wäre noch das Funkmodul. Von daher mein Tipp, wenn du das Bedienrädchen nicht brauchst, dann brauchst du eigentlich auch das Erweiterungsset nicht. Wie siehst du das? Kommentier unten drunter mal, bin ich gespannt. Ansonsten, falls noch nicht geschehen, nicht vergessen meinen Kanal zu abonnieren. Hier gibt es weitere Videos zum Osmo Pocket. Und hier siehst du mein letztes Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.